Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich in der neuen Liga Path of Exile 3.8 Blight. Ich weiß gar nicht, die Fäule oder irgendwie so. Vielen Dank erstmal an alle, die bei der Abstimmung teilgenommen haben. Und ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich bedanken, dass ihr mir die Adelstochter eingebrockt habt. Das wird ein spaßiges Let's Play. Nein, es wird, glaube ich, wirklich interessant. Mittlerweile freue ich mich auch richtig drauf. Gebe auch ehrlich zu, erst habe ich gedacht, aber ich freue mich auch wirklich drauf. Also wir werden die Adelstochter spielen für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal gucken und auch ganz neu dabei sind und jetzt vielleicht den Bild nachspielen wollen. Ihr müsst leider die Adelstochter, ihr müsst sie erst freispielen in Akt 3. Also das heißt, ihr müsst mit eurem ersten Char durchrennen. In Akt 3 befreit ihr sie mehr oder minder automatisch, also ihr lauft automatisch dran vorbei. Ab da könnt ihr frühestens die Adelstochter wählen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr das irgendwie gerne nachspielen wollt. Und die Adelstochter nicht zur Verfügung steht. So, wir werden die ganze Jahr so ein bisschen als Gift-Assassine, wir werden sie ja ein bisschen mit den neuen Fertigkeitsgemmen dann ausstatten. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ich habe so einen ganz groben, also wirklich ganz, ganz groben Plan. Wir wollen mal schauen, wie sich das Ganze auswirkt. Wir werden jetzt auch eher gleich starten. Lady Lavendel wollte ich sie gerne nennen. Ich hoffe, der Name ist noch nicht weg. Also wenn ihr unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinen Chars. Also wenn ihr da mal irgendwie was nachgucken wollt, Lady Lavendel heißt die junge Dame, wenn es denn passt und auch klappt. Ja, wir legen jetzt auch gleich mal los und dann schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Oh, es sieht gut aus. Ich hatte jetzt heute Abend schon mal gestartet, mal reingeguckt, habe noch ein bisschen was geguckt, auch die alten Chars nochmal so durchsondiert. Und tatsächlich gab es ja in der Zeit jetzt hier irgendwie schon 3 oder 4 Patch. Also immer wieder spannend. So, alle Tutorials wollen wir überspringen. Wir werden uns natürlich hier sofort das Schwert nehmen. Lady Lavendel greift zum Schwert. So, dann quatschen wir den natürlich an. Wie immer, ich habe auch Itemfilter schon. Ne? Achso, ich habe einen Itemfilter schon aktualisiert. Das heißt, er zeigt mir jetzt... Was habe ich denn... Achso, ich muss die Waffe auch ausrüsten. Entschuldigung. Ja, alter Fehler. Ich habe das ja ausgeschaltet. Normalerweise, wenn der spielt, er macht es ja am Anfang alles automatisch. So, ich mache jetzt erstmal fertig hier. Mensch, jedes Mal das Gleiche, ne? Ich sage, als würde ich das erste Mal machen. Leute. So, also den haben wir. Wir haben auch jetzt die erste Fertigkeitsgemme bekommen. Die setzen wir hier natürlich sofort auch ein. Die wird hier auch aktiviert. Hier werde ich jetzt gleich wieder auf Laufen stellen. Nicht, dass ich ständig aus Versehen zu irgendwelchen Gegnern hinlaufe, zu denen ich eigentlich gar nicht hinlaufen möchte. Die haben hier tatsächlich das Aussehen der Dinger geändert. So, das ist mein erster Zauber, kostet natürlich auch Mana. Oder meine erste Fertigkeit. Nehmen wir gleich die Handschuhe. Bei mir startet er es nicht automatisch aus. Bei euch wahrscheinlich schon. Also wenn ihr anfangt. Oh, ich habe kein Mana mehr. Ich habe das nur deaktiviert. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich ist es Quatsch. Wenn das belegt ist, macht er da auch nichts Neues. Was war das denn? Neuer grafischer Effekt. Oh, nicht schlecht. So, hier findet man dann auch gleich, sogleich die zweite Gemme. In dieser großen leuchtenden Truhe, die muss man öffnen, findet jeder eine zweite Gemme. Die können natürlich anders sein, je nachdem, was für ein Char er spielt. Setzen wir hier auch gleich mal rein. So, die müssen miteinander verbunden sein. Das ist eine Unterstützergemme. Die muss natürlich mit einer Fertigkeitsgemme verbunden sein, sonst funktioniert sie nicht. Wenn man bei einer Unterstützergemme drauf guckt, da kann man auch sehen, was die genau unterstützt. Also hier steht jetzt nur Unterstützung. Das heißt, die unterstützt so ziemlich alles. Es gibt aber auch welche, da steht, dass sie nur bestimmte Sachen unterstützt, wie zum Beispiel Angriff etc. Stufe 64, mein lieber Mann. So lang ist die Liga noch gar nicht. Da ist aber einer durchgerannt. So, unterstützt jetzt, was denn da steht. Wenn man auf die Unterstützergemme drauf geht, unterstützt sie quasi alles, was dann aufleuchtet. Ihr könnt diesen Effekt eben sehen. Wäre da jetzt was drin, was sie gar nicht unterstützen würde, würde das auch nicht aufleuchten. Das ist ein sicheres Indiz dafür. So, da haben wir noch einen Helm. Am Anfang nehmen wir ja erstmal noch alles mit, was wir finden können, weil wir ja doch noch ein paar Identifikationsrollen brauchen können. So, die Fläschchen füllt man übrigens, indem man Gegner erledigt. Oh, schön, das mit Wasser haben sie aber schick gemacht. Finde ich denn nur Helme jetzt, oder was? Ich brauche doch noch so viel mehr. Oh, das ist Hillock. Hillock, der erste Boss-Fight im
Spiel, den sie ein bisschen knackiger gemacht haben. Der war früher total simpel zu erledigen. Jetzt mittlerweile ist der nicht mehr so ganz so leicht. So, diese Fertigkeit sorgt im Prinzip, so wenn er sein Schwert zieht, ist er wieder auf voller Leben. Da fängt man im Prinzip so ein bisschen von vorne an. Hey Loki, mach dich fertig. Oh, hat mich gehauen. So, jetzt kann ich mir natürlich schon mal auf die Schnelle vielleicht einen anderen Gegner, ein paar andere Gegner suchen, ein paar leichtere. Da zum Beispiel. Die erledigen wir dann schnell. Dann kriegen wir die Fläschchen, das Fläschchen wieder voll. Oder ein bisschen jedenfalls. So, ich muss natürlich gucken, dieser Spektralwurf, der kommt ja, er kehrt immer wieder zu mir zurück. Und ich habe natürlich doppelte Treffer, wenn ich irgendwie so in gerader Bahn laufe zu ihm. Ich glaube, ich schaffe ihn. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Tada! So, da haben wir schon einen besseren. Wollschuhe, Eisenring können wir brauchen. Nehmen wir erstmal alles mit. Können wir uns gleich in Ruhe angucken. Und dann laufen wir mal in die Stadt, weil ich bin nämlich tatsächlich gespannt, wie denn die Herausforderungen in dieser Liga aussehen. Die werden wir uns jetzt nämlich auch definitiv als nächstes... Oh, vielen Dank. Wie denn wohl jetzt die Herausforderungen hier ausschauen? Ich glaube, wir holen uns jetzt erstmal die Belohnung und die nächsten Aufgaben. So. Nessa, hallo. Wie geht es dir? Lange nicht gesehen. Beste. Aha. Und Taglei. Hier kriegen wir ja die ersten weiteren Fertigkeitsgems. Hier bekommen wir Lavaschlag. Hier bekommen wir Pfeilfächer. Und hier bekommen wir Blitzranken. Feuert 4 zusätzliche Pfeile. Wir feuern ja gar keine Pfeile. Also es ist eigentlich nicht ganz so interessant. Der Lavaschlag würde ich jetzt mal sagen, das finde ich jetzt auch nicht so interessant. Notfalls würde ich den jetzt erstmal mitnehmen. So, Blitzranken. Ja, mit Blitz haben wir nun, also Elementar wollen wir ja nun gar nicht. Also wenn ich mir die jetzt hier so mal angucke, dann muss ich tatsächlich mal sagen, das sind ja aber Angriff, Projektil, Pfeile ist das nicht. Dann nehmen wir jetzt tatsächlich hier mal den Lavaschlag mit. Einfach so. So, den machen wir hier aber auch gleich wieder raus. Also wenn, dann machen wir ihn da rein. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Aber ich glaube, ich bleibe dann jetzt erstmal doch bei dem Spektralwurf. Die Sache, man kann auch diverse Sachen hier unter Umständen dann kaufen. Das heißt, man findet jetzt hier auch diverse Sachen, die ich jetzt hier schon kaufen könnte. Der Wipernschlag zum Beispiel wird für mich vielleicht viel, viel interessanter sein, weil wir jetzt hier dann schon anfangen, auch in Chaos mit Chaos-Schaden zu arbeiten. Was Giftschaden ist ja auch eine Art Chaos-Schaden. Da wollen wir ja auch hin. Mal gucken, was haben wir denn hier sonst noch Schönes. Pesthauch, auch sehr interessant übrigens am Anfang. Zombie erwecken. Wir können natürlich auch am Anfang noch ein paar Zombies mitnehmen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Wir müssen bloß gleich erstmal gucken, was wir dann tatsächlich machen. Wie wir das Ganze machen. So, jetzt wollen wir aber erstmal die Herausforderungen, wollen wir uns jetzt erstmal anschauen, die wir dann tatsächlich hier machen müssen. Ja, wir bekommen ja mal Belohnung hier, je nachdem, wie viele Herausforderungen wir geschafft haben. Dafür müssen wir die abschließen. So, identifiziert seltene Gegenstände. Mit einer seltenen Gegenstände der folgenden Gegenstandstypen. Also ich sag mal, die werden wir mehr oder minder automatisch finden, dann müssen wir sie identifizieren. Das ist jetzt gerade, ich sag mal, ist quasi ein Geschenk. Bleitbegegnung. Erinnert einen Bleitturm, wertet einen Bleitturm auf, schließt eine Bleitbegegnung ab. Gut, muss man mal schauen. Diese Quest, die weiße Bestie, Paarung des Schicksals, silberne Medaillon, schwingt von der Karte nach Zuata. Das sind Aufgaben, Questen im Spiel. Da muss man dann mal gucken, die darf man dann halt nicht ignorieren, die muss man dann halt machen, sonst bekommt man das nicht. Die Aktbosse, das ist ein Klassiker, ja. Das heißt, die werden wir sowieso mehr oder minder automatisch machen. Öffnet ein Wahlgefäß, Stärkung eines Schreis der Beschleunigung, muss man dann anfassen, einen Arkanisten, modifiziert einen Arkanisten-Tresor, das heißt, das müssen wir dann mit einer Sphäre machen, tötet einen gequälten Schläger, können wir nur hoffen, dass wir den auch treffen, wendet eine Verderbtheit auf einen Essenzmonolithen an, okay, das bekommen wir auch hin, heißen die jetzt schon Essenzmonolithen, okay, errichtet Bleittürme, das heißt, wir werden ja diverse Türme werden wir errichten müssen in dieser Bleit. Das sind ja die speziellen Inhalte dieser Liga.
Und da gibt es ja was, verschiedene Türme, die ich denke mal, die werden wir immer aussuchen müssen. Im Prinzip werden wir wahrscheinlich, je weiter wir kommen, wenn wir immer mehr verschiedene Türme machen können. Also ich sag mal, das geht wahrscheinlich relativ schnell. Verwendet Händlerrezepte für die Chaosphäre, Granitfläschchen, Lebensfläschchen, magische mit 10% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, Meißel des Prismasphäre des Alchemie. Also ich sag mal, kann ich nur empfehlen, schaut einfach mal bei mir in die Playlist mit den Händlerrezepten. Da wird sicher das eine oder andere dabei sein. Das Bleitöl ist natürlich eine Geschichte, die finde ich jetzt auch nur hier wirklich in der Liga. Und ich weiß gar nicht, ob ich da ein Händlerrezept über das Granitfläschchen drin habe. Ich glaube nicht, aber das kriegen wir dann auch noch irgendwie gebacken. So, das geht hier bis Akt 10. Also das sind immer die Endbosse, an denen kommt man auch nicht vorbei. Die muss man quasi erledigen. Das sind jetzt Geschichten, die werden in den Bleitbegegnungen, werden die auftauchen nach und nach. Wird ja immer zufällig mehr oder minder sein. Das ist, je mehr Begegnungen ich dann da mache, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, die nach und nach auch zu erledigen. 77 Stück heißt natürlich, man muss viele von diesen Bleitbegegnungen machen, um die früher oder später dann alle zu erledigen. Den Ältesten und seine Wächter, das ist auch so ein Klassiker. Abtrünnige Verbannte, gut, die begegnen uns immer mal wieder und davon müssen wir 32 machen. Okay. Fertigt Gegenstände an, benutzt ein die Werkbank, um folgende Gegenstände mit einem Modifikator anzufertigen. Gut, dafür im Versteck die Werkbank einfach, da muss ein Modifikator rauf, ist dann auch, kann der billigste sein, den ihr habt. Wenn ihr irgendwie so ein Regenamulett irgendwas habt, dann bekommt ihr die. Tauscht Weissagungskarten ein, die folgende Belohnung im Bogen Essenz, die muss man halt finden, findet man auch eine Menge davon. Muss man da mal schauen. Kann man gegebenenfalls über den Spielehandel auch noch ein paar dazu kaufen, wenn einem da was fehlt. Das sind ja spezielle. Die abscheulich in Einzelnen werden sie über die volle. Gut, das sind immer Dinge, die muss man, da findet man auch immer wann. Das sind natürlich Geschichten auf dem Atlas nachher, also nach Akt 10. Da weiß man immer, welche Karte das ist. Und hier steht dann im Prinzip, was man da machen will. Das sind in der Regel sind das die Bosse der Karte. Und da muss man bestimmte Voraussetzungen muss man dann dafür eben erfüllen. Bleitbegegnungen ohne errichtete Türme werden ja nur noch über eine Kapazität, werden über volle Kapazität verfügt. Gut, wird man sich mal anschauen müssen. Ne? Ich habe noch keine Bleitbegegnung gemacht, von daher kann ich es nicht sagen. Weitgegenstände, das ist mit diesen Bleitölen, die wir hier als Belohnung kriegen. Schließt Karten mit doppeltem Boss ab. Ist vergleichsweise relativ simpel. Also man muss im Prinzip eine dieser Karten dann nehmen. Dann muss man sie blau machen, also magisch. Und dann muss man da mit der... Ach Gott, wie heißt sie noch? Sphäre der Dingsens-Bumsens. Ich guck mal schnell. Nessa verkauft den Kram ja Hallo. immer, ne? Oder? Mal gucken. Gegenstände kaufen. Hier muss man im Prinzip mit einer Veränderungssphäre, genau, drauf gehen. Das macht man dann so oft, bis ein Modifikator entsteht, doppelte Bosse. Und dann, wenn man sie dann abschließt, hat man das Ganze geschafft. Veränderungssphäre. Klar. So, Herausforderung. Weiter. Also das sind relativ simpel. Das muss man eben mit jeder Kartenstufe machen. 10 Stück muss man nur. Also wenn ihr es ein bisschen einfach haben wollt, macht ihr natürlich 1 bis 10. Und lasst die schwereren dann weg. So, blind öffnet Bleittruhen. Ich denke mal, das ist auch eine Geschichte. Man muss möglichst viele Begegnungen machen. Irgendwann wird das dann automatisch passieren. Also da ist eigentlich die Menge der Bleitbegegnungen dann wichtig. Nicht identifizierte seltene Karten, die fallen ja ab und zu. Manchmal bekommt man sie auch, wenn man gerne mit einer Wahlsphäre später bearbeitet, dass sie nicht identifiziert ist. Das kann eben auch passieren. Muss man eben 10 Stück machen, auch hier verschiedene Stufen. Also am besten den Atlas mal durchlaufen und dann mal gucken später, was einem noch fehlt. Kann man gegebenenfalls auch über einen Spielerhandel sonst einkaufen. Erreicht die Aszendenz, dafür müssen wir eben 4-mal durchs Labyrinth. Okay, auch relativ simpel. Einzigartige, auch hier ist wieder die Menge der Bleitbegegnungen entscheidend, weil die dann nach und nach im Prinzip einfach irgendwie mal zufällig auftauchen. Ist ja natürlich immer eine Geschichte. Absolviert, vernichtet, Vorboten. Ist eine Geschichte, in denen da sollte man bei den Sana-Missionen immer drauf achten. Es gibt manchmal welche, da kann man immer gucken. Da steht ja immer, sind immer spezielle Aufgaben. Manchmal soll man die Vorboten da erledigen, manchmal Kriegshorden und so weiter, Risse öffnen. Das heißt, das ist eine Geschichte, die man dann
super machen kann. Dem Mutigen gehört die Welt, ist auch so ein Modifikator. Ich glaube, den kann man kaufen. So, schließt eine einzigartige Synthesiskarte ab. Eine der folgenden einzigartigen Synthesiskarten, den Cortex veränderte, entferne, verdorbene, umgeschriebene, entfernte Veränderungen. Dafür müssen wir natürlich Synthese-Begegnungen machen, um das hinzubekommen. Bleitürme, hier sind dann wahrscheinlich zweitere Bleitürme. Am Anfang hat man wahrscheinlich die simplen, später wird es ein bisschen komplizierter. Belohnung, erhalte da aus Bleitschuhen, also das ist die Belohnungen fallen ja auch mehr oder minder zufällig. Auch da wieder entscheidend, möglichst viele Begegnungen zu machen, um das eben zu bekommen. So, Legion-Begegnungen. Hier sind diverse Legion-Sachen, die man erledigen muss. Das sind ja die Monolithen, die wir aus der letzten Liga kennen. Modifiziert Gegenstände mit Bleitölen. Also es fallen ganz offensichtlich verschiedene Bleitöle. Da muss man die Gegenstände mit modifizieren, bis man sie alle durch hat. Werden einige dabei sein, die sehr, sehr selten fallen. Muss man dann gucken. Gut. Da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen, wie das funktioniert. Wird man schauen müssen. Erreicht die Stufe 90, Klassiker, verrät ihr was in einer Turmkarte. Das ist das gleiche wie das, was wir vorhin hatten. Das hier an der Stelle ist in der Regel dann aber schon ein bisschen schwieriger. Auch hier sieht man im Atlas, welche Karte es sich handelt. Ist in der Regel auch dann immer der Endboss, den man erledigen muss. Und hier steht auch immer die Bedingung, was man dafür tun muss. Vernichtet Ausläufer, die mindestens voll in der Auch das eine Geschichte, 2, 3, 4, 5. Das heißt, die werden nachher immer schwerer. Schließt befallene Karten ab. Okay, müssen wir uns anschauen. Tötet Monster in einem einzigen Amoklauf. Vernichtet einen Besessenen. Schließt den Brücken. Vernichtet den bleichen Rat. Das sind immer dann die absoluten Highlights. Hier wird es dann schon ein bisschen komplizierter und ein bisschen schwerer. Schließt 525 Atlas-Missionen ab. Das sind die Missionen der Meister, die man später bekommt. Davon 525 müsst ihr irgendwie abschließen. Also kann man sich jetzt schon überlegen, ob man dann wirklich jede Mission mitnimmt und eben nicht so viel außen vor lässt, damit man nachher nicht irgendwann feststellt und mir fehlt noch eine Herausforderung. Ich muss nur noch in den letzten drei Tagen der Liga 525 Atlas-Missionen machen. Gut, das sind einzigartige Karten, die man dann entweder finden muss oder kaufen muss oder wie auch immer. Vernichtet Chayula, der Treu außerhalb seines Reiches. Und der Lichtlosen, finde ich ein Bestiary-Boss, das sind auch so Klassiker. Bestiary-Boss, das sind natürlich, dafür muss ich Bestien einfangen, dann gibt es da ein Rezept, dann kann ich zu einem der Bosse gehen. Der Wahl-Omnitect, das sind die Geschichten, wo wir die Expedition machen in die Wahltempel und dann uns immer weiter durchmachen in diesen Inkursionen. Dann haben wir Amanamo, Gebiete der Lichtlosen. Das finden wir in den Rissen in der Erde oder in den Abgründen vielmehr. Und Chayula, der Träumende, das sind dann wieder die Risse, also diese Hände, die aus dem Boden ranken. Da müssen wir Splitter sammeln, bis wir dann 100 Stück von Chayula zusammen haben und dann können wir da rein. Aber wir sollen ihn außerhalb seines Reiches besiegen. Da müssen wir möglichst viele Begegnungen machen, dann taucht er manchmal auf. Das heißt also im Prinzip Maps laufen, Maps laufen, Maps laufen. So, die hatten wir schon. Schließt befallene Karten ab. Gut, also hier, das sind befallene Karten. Das hat jetzt was mit dieser speziellen Herausforderungsliga zu tun. Das sind ja dann die Bleitbegegnungen. Da gibt es ja Karten, nicht die Standardkarten im Anlass, sondern welche, die befallen sind. 15 Stück. 15 Stück, also alle bis Stufe 15. Gut, die fallen wahrscheinlich auch nicht jedes Mal so leicht. Drahtzieher und ein Gut der Stufe 83. Das heißt, da müssen wir dann viele Missionen im hohen Gebiet machen. Den Schöpfer müssen wir erledigen. Aul, der Kristallkönig. Da müsste ich tatsächlich überlegen. Ich glaube, den finden wir in der Mine. Ich glaube, der ist in der Mine zu finden. Aul, der Kristallkönig. Und Aziri in der faszinierende Abgrund. Das ist ja im Prinzip, wenn ich mich nicht irre, ist das Uber-Aziri, die wir da erledigen müssen. Also Aziri rein, die lässt Fragmente fallen. Wenn man vier verschiedene von denen hat, dann kann man zu Uber-Aziri rein. So, das war das, ne? Was haben wir hier noch? Die Sana-Quests, okay, das sind eine ganze Menge. Und Endgame-Grips, das sind dann die ganz harten Dinger, ne? Also bis Stufe 100, Überältesten muss man ja nicht nur einmal erledigen, sondern man muss ihn 40 Mal erledigen. Vernichtet die Wächter des Schöpfers oder Schöpfer, 125 Stück. Argus im Endgame, 100 Mal. Dafür muss man ja 100 Mal das Labyrinth farmen. Solche Geschichten, also das ist dann wirklich absolut hardcore. Also das frisst dann echt Zeit. Tage, Wochen, Monate,
ohne irgendwelche Mahlzeiten. Nach Möglichkeit. So, das sind die Herausforderungen. Ich würde mal sagen, die sind an sich gar nicht so. Da scheinen so ein paar ganz Hände dazwischen zu sein. Ich glaube mal, dass man die 12 und die 24 einigermaßen gut hinkriegen kann. 24 wird nicht ganz so simpel sein. Die Herausforderung habe ich meine Meinung ja schon, die Belohnung habe ich meine Meinung schon kundgetan. Ich denke mal, dass man, also dass die 24 schon gewisse, also man muss schon Begegnungen laufen. Wir werden das jetzt hier in der Liga auch so machen. Also ich werde mir von Zeit zu Zeit mal eine Blight-Herausforderung anschauen, hier mit dem Char jetzt auch, also die ersten 1-2 auf alle Fälle. Dann werde ich aber an manchen auch vorbeilaufen, einfach um den Char schnellstmöglich ein bisschen hoch zu pushen, weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, dass man gerade so bis Akt 3, Akt 4 echt ganz haarig mit denen kämpft, weil der Char noch ziemlich zerbrechlich ist und obwohl da wenig Gegner sind, braucht man wahnsinnig lange, während man die nachher später, wenn man in die Maps erst erreicht hat, relativ schnell und simpel dann diese Herausforderung nachholen kann. Das heißt, die Zeit, die wir dann im Vorbeilaufen sparen, die können wir später, da haben wir also viel mehr Begegnungen dann in der gleichen Zeit letztendlich. Kann man sich aber anschauen, also wenn ihr Anfänger seid oder noch nicht so viel gespielt habt, nehmt ruhig jede Begegnung mit, einfach um das anzugucken. Ich teste es jetzt einfach mal anders, als ich das sonst normalerweise gemacht hätte. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, wie wir den Fertigkeitspunkt vergeben. Ab jetzt wird es ja interessant. Den ersten guten Fertigkeitspunkt, den werden wir uns jetzt hier anschauen. Und zwar habe ich mir überlegt, also wir müssen ja natürlich irgendwie diesen Bereich des Assassinen, das geht ja auch irgendwie über die Aszendenz, die wir später machen können, die kriegen wir aber, ich sag mal, die Möglichkeit, dass ich ab hier Punkte vergeben kann. Das schaffe ich frühestens, wenn ich glaube, im dritten Labyrinth durch bin. Dann bin ich aber schon auf Stufe 65. Wenn ich dann erst anfange, hier Punkte zu sammeln, dann ist das zu spät. Das heißt also, im Prinzip kann ich das mal knicken. Das heißt, ich muss schon viel früher eigentlich dahin gehen. Ich möchte mir auch diesen Bereich hier erholen, weil hier, ich hatte das ja schon mal angedeutet, ich will ja dann, wollen wir schon die gute Gelegenheit nutzen, dass wir hier eben auch über diesen Weg ein bisschen leben und so pushen können. Aber ich fange hier mit diesem Nahkampfschaden auf Dauer, fange ich hier nicht so wahnsinnig viel an für das, was ich später vorhabe. Deswegen werde ich, wenn, dann hier unten lang gehen. Und jetzt ist eben die Frage, ob wir jetzt erstmal hier mit Projektilschaden weitermachen, was uns später helfen wird. Hier haben wir auch noch Elementarwiderstände. Ich würde dann hier rüber gehen, mir dann das Leben holen. Ich glaube aber, das müssen wir noch nicht unbedingt zu Anfang machen. Macht uns natürlich das Durchlaufen wieder ein bisschen leichter. Von daher machen wir das vielleicht dann doch ganz am Anfang. Später werden wir dann hier wahrscheinlich über die Angriffsgeschwindigkeit gehen, hier rüber. Und dann werden wir uns hier runterkämpfen. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, das werden wir zu Anfang nicht holen. Mana werden wir, müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie Schwierigkeiten haben. Laufen wir hier weiter, holen wir uns hier den Chaos-Schadenbereich. Ich glaube, dass da unten kritische Trefferchance ist ja gar nicht so übel. Hier kann man übrigens schon sehen, mit den Ölen kann man ja bei bestimmten Items, ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, bestimmte Fertigkeitspunkte holen. Das heißt, ich könnte ein Item damit mit diesem Not hier vom Fertigkeitsbaum belegen. Dann müsste ich mir den hier nicht holen, aber ich laufe hier eh dran vorbei, also hole ich mir den. Da kann man natürlich mal suchen. Hier gibt es bestimmt auch noch andere tolle Sachen, die man sich über diesen Weg holen kann. Ist für mich so ein bisschen hakelig, weil ich natürlich gern so ein universell einsetzbaren Bild dann machen möchte, wenn der hier gut funktionieren sollte. Und das gibt's, wird es in der nächsten Herausforderungsliga, wird es diese Wahrscheinlichkeit oder diese Möglichkeit wahrscheinlich nicht geben oder sehr, sehr erschwerlich nur. Deswegen werde ich da wahrscheinlich bei den Items drauf verzichten. Also wir werden uns das angucken. Ich muss es ja auch machen für die Herausforderung, aber ich werde das nicht dann nicht unbedingt für den Bild hier nutzen. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Oder fangen wir hier mit... Ne, da fangen wir nicht mit an. Fangen wir hier mit der Angriffsgeschwindigkeit an. Das heißt, je öfter wir natürlich angreifen, umso mehr Schaden machen wir auf Dauer auch. Aber ich glaube mal, wir gehen tatsächlich in den Projektilbereich. Und wenn ich mich nicht irre, dann dürfte das hier auch schon Projektil sein. Und das, was wir später haben wollen, wird dann auch Projektil sein. Fangen wir erstmal mit dem Schaden an. Dann holen wir uns hier hinten erstmal Leben. Und dann schauen wir einfach weiter. So. Gut. Was jetzt will ich erstmal Hello. Das Gelump verkaufen, das ich nicht brauche. Ich werde erstmal schauen, was wir dann brauchen. Bogen wäre natürlich auch eine Möglichkeit, jetzt einen Bogen einzusetzen, statt dieser Geschichte hier, die ich sehr mühselig finde, wenn ich ehrlich bin. So, hier können wir eigentlich schon mal schauen. Bottom.
So, ich werde auch mal gucken, dass wir vielleicht die Händlerrezepte, die da zu machen sind, dass wir die auf alle Fälle auch in dem Let's Play machen, dass wir die anschauen können. So, den nehme ich natürlich mit. Der Helm ist jetzt hier besser, aber ich will das noch nicht dafür opfern. Ausweichwert gefällt mir jetzt irgendwie gefühlt besser, weil das besser zum Char passt. Ich könnte natürlich jetzt auch noch eine weitere Waffe machen. Oder wir setzen erstmal einen Bogen ein. Dann machen wir eben Distanzangriffe. Das hilft mir natürlich jetzt hier bei dem Ding nicht. Ich müsste mir dann tatsächlich was anderes suchen. Gegenstände kaufen. Und ich glaube, ich befürchte fast, ich kann mir die alle noch gar nicht leisten. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ich finde eigentlich den Wipernschlag gar nicht so schlecht. Aber der kostet Vernikas weniger Angriff beim Tragen zweier Waffen. Wäre nicht so schlimm. Beim Tragen trifft jede Waffe separat und versucht. Ich meine, das ist jetzt eine Geschichte, die habe ich noch nie probiert. Könnten wir eigentlich mal machen, ne? So, ich könnte natürlich auch hier Pfeile einsetzen. Dann deswegen auch die Überlegung, jetzt hier den Bogen zu verwenden. Hier gibt es ja auch echt schöne Sachen dabei. Wir könnten auch Zombies noch mitnehmen, ganz am Anfang. Können die uns natürlich helfen beim Hochleveln, weil sie natürlich auch die Gegner angreifen. Ist natürlich auch vielleicht gar keine so schlechte Idee. Aber ich glaube, ich werde mir tatsächlich mal den Wipernschlag hier anschaffen. So, ich setze den jetzt mal hier rein. Und dann werden wir hier, genau, das werden wir auch machen. So, setzt keine bestimmte Waffe voraus, ne? Bei zwei Waffen erfordert eine Klaue, einen Dolch oder ein Schwert. Schwerter haben wir. Wir werden auch mit zwei Waffen jetzt erstmal arbeiten. Und den Ring setzen wir natürlich hier ein. Physischer Schaden. Ich weiß gar nicht, ob uns das hilft uns ja. Wandelt ja physischen Schaden um, ne? Genau. So, Rest werden wir dann hier jetzt verkaufen. Bam, 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 bam. Das ist doch nicht besser als die ich da habe, ne? Nein, 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 nein. So, die können wir jetzt verkaufen. Goodbye. So, super. Dann haben wir hier auch schon mal ein bisschen was angesammelt. Und ja, da ist jetzt nicht viel passiert in der ersten Folge. Wir haben uns das angeguckt. Wir haben den ersten Lauf gemacht. Ich habe mal grob erzählt, was ich so plane. Und dann soll es das jetzt auch mit der allerersten Folge in dieser Liga gewesen sein. Das war so meine Begrüßungsfolge. Ich hoffe mal, das reicht so an Content. Und in der nächsten Folge geht es dann so richtig los. Dann werden wir wahrscheinlich auch die erste Blight-Begegnung machen. Ich denke mal, dass wir die finden. Wir werden die ersten Quests machen. Dann werden wir uns hier jetzt dann mit großen Schritten werden wir uns dann fortbewegen. Es ist ja wieder, wie immer, ein Kampf gegen die Zeit. Ich werde natürlich versuchen, wieder meine Bestzeit zu unterbieten. Wir schauen mal, ob mir das gelingt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen guten Loot. Viel Spaß in der Liga, die Liga spielen. Wenn ihr Standardliga spielt, schaut trotzdem gerne rein. Kann man das eine oder andere vielleicht doch hier gern noch mitnehmen. Ja, sag einfach mal bis morgen und tschüss.